Jo Leute, was geht ab? Eurem startet. Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal, Freunde. Und ja, Mann, ihr seht es am Titel. Im heutigen Video werden wir jetzt einen Fortnite-Coach einfach für 1000 Euro kaufen. Bruder, das ist so viel. Aber ihr seht es im Hintergrund, ich habe das hier gefunden. Ich glaube, im Juli schon. Also schon ein paar Monate her. Und ich habe dem da auch direkt geschrieben. Aber heute hat es jetzt erst geklappt. Das Coaching, I will make you a Fortnite Pro. 1054 Euro. Junge, wo lebt der Typ? Man muss halt wirklich sagen, der ist wohl schon wirklich sehr krass. Wenn man jetzt mal runterscrollt. Professioneller Fortnite-Spieler seit Season 1. Er kann Englisch, Deutsch, Portugiesisch und ist ein sehr guter Teacher. Hat sogar schon E-Sportler gecoacht. Und Freunde, er hat über 500 Platzierungen in so richtigen Competitions von Fortnite, wovon die beste Platzierung wohl auf Platz 35 war. Ihr seht schon, er heißt The Big Moba. Wenn man den bei Fortnite-Stats und so eingibt, den gibt's. Und die ganzen Platzierungen sind wirklich real. Also alles, was wir da so sehen können. Und ja, Freunde, ich habe mir erst ein Haus gekauft. Ich kann Geld gerade gut gebrauchen, aber ich haus lieber für ein Fortnite-Coaching raus. Deswegen, Freunde, wir mal lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert meinen Kanal. Ich zeige euch noch ganz kurz eine Sache. Ich habe natürlich wieder Fake-Account am Start. Erstes Mal geschrieben am 22. Juli. Und dann wurde ich erstmal dick geghostet. Ich schreibe, okay, morgen Zeit. Ich kriege keine Antwort. Bin komplett ausgebucht. Habe nichts mehr frei. Dann Montag. Und kriege die ganze Zeit Reissack. Klingt gut. Sorry, bin viel beschäftigt. Ratet, wer am Montag nicht da war. Aber dann habe ich heute einfach nochmal spontan geschrieben. Ihr seht schon, 2 Monate später oder so. Und bam, Freunde, es hat geklappt. Der hat mir jetzt alles von sich geschickt. Ich werde ihn jetzt sofort adden. Ihr seht schon, ich habe einen Fake-Account am Start, Fake-Discord-Account. Ich habe alles gefaked und ich werde meine Stimme wieder verstellen. Ich werde so ein bisschen auf Millionärskind machen, weil, naja, 1000 Euro hat nicht jeder, Mann. Und ich bin todesgespannt, ob der mich erkennt und ob das auch gut läuft. Deswegen, ja, Freunde, lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal. Ich add den jetzt, weil wir müssen ein bisschen Gas geben und dann starten wir direkt rein. Let's go und Abfahrt. Let's go. Okay, Freunde, ihr seht, im Hintergrund, er hat mich eingeladen. Ich würde sagen, wir gehen jetzt rein. Er hat mich in Discord auch schon geedit. Aber wir gehen erstmal in die Lobby. Okay, er ruft mich an. Er ruft mich an. Oh, oh baby. Okay, let's go. Stimme. Moin. Servus, alles gut? Safe, bei dir? Ja, Mann, bei mir auch. Ja, korrekt, dass es jetzt geklappt hat, ne? Ja, hat ein bisschen gedauert. Ich bin halt fit. Das musst du wissen. Ja, wie machen wir das jetzt? Ja, ich würde sagen, wir gehen erstmal creative, oder? Gucken wir mal, was du ein bisschen kannst. Ja, können wir machen. Also ich habe das letzte Mal echt eben nochmal 2-3 Runden, aber schon lange her. Oh je, wie schätzt du dich selber ein? Bist du gut, bist du schlecht? Ja, nee, nicht so gut. Boah, ist so anstrengend, so zu reden. Oh mein Gott, Junge. The perfect 1 vs 1 mehr. Was geht denn jetzt ab, Junge? Du bist richtiger Pro-Spieler, oder was? So sieht's aus. Also ich habe früher halt selber viel. Ich hab schon alles gespielt, aber jetzt coach ich mehr. Hast du auch OG-Skins? Ja. Warum hast du keinen an? Weil ich damit nicht spiele, weil du nur Target damit bekommst. Also meiner hier ist aus Season 3. Ich kenn den. Also ich habe halt auch sehr reiche Eltern. Deswegen, ich habe ganz viele Skins schon. Ich habe die auch gekauft, wo ich kein Fortnite gespielt habe, weil ich einfach reich bin. Das schmeckt natürlich. Boah, ich kann nicht ernst bleiben, ne? Ich kann nicht ernst bleiben. Fortnite spielt. Warte. Wie bitte? Ich sag, kannst du ein bisschen was abgeben von deinem vielen Geld? Dann zeige ich dir ein bisschen, wie man Fortnite spielt. Du bist ja schon sehr teuer, Mann. Ja, natürlich, ich bin ja auch gut. Bin ich mal gespannt, ob ich auch gut werde. Wollen wir erstmal ein paar Reruns machen? Was sollen wir machen? Erstmal ein paar Reruns, sag mal ein bisschen, was du kannst. 1 gegen 1, meinst du? Ja, ja, 1 gegen 1. Ja, stell dich mal hier. Ich höre mich an, als wäre ich auf Drogen oder Alkohol. Wohin? Stell dich einfach vor das Blaue hier. Hier. Und jetzt lauf. Nein, 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 nein. Bam. Bruder, hast du noch nie 1v1 gemacht? Hast du nicht gesagt, du bist gut? Ja, das kann eine schwere Geburt werden. Guck mal, ich erkläre dir, wie es geht, okay? Du stellst dich hier hin, und läufst geradeaus, okay? Und dann wartest du, dann kommt, startet gleich ein Counter. Was soll ich nochmal sagen? Dann läufst du geradeaus und dann baust du hoch und dann fighten wir gegeneinander. Nein. Bruder. Ja, aber die Farbe war jetzt weg. Es geht erst, ja, die Farbe war weg, aber es geht erst los, wenn wir hier losbauen, weißt du? Okay, okay. Wir bauen erst und kämpfen dann. Okay. So, jetzt musst du hier hochbauen, guck. Aha. So. Ah, Gott. Nicht ganz, aber fast. Auf jeden Fall schon mal besser als am Anfang. Also, ja, ich glaube, das bringt so nichts. Warte mal. Hm? Wo bist du? Hä? Ich erkläre dir mal ein bisschen was. Also, komm mal her. Pass mal auf. Ja, Bruder, versuch mich mal nicht zu töten. Okay, das ist schön, wenn du mich versuchst, nicht zu töten. Alles gut, 4 zu 1 jetzt. Es geht nicht ums Gewinnen, Bruder. Ich kann nicht ernst sein. Ich kann nicht ernst sein. Also, so, guck mal, wenn es hier hochgeht, ja? Ja. Dann setzt du hier eine Ramp. Ja. So, Ramp. Dann setzt du hier. Ja, genau. Meine dann, setzt du links und, links und rechts 2 Wände. Nein, 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 hier unten. Guck mal. Ah. Warte. So. Ja, genau so. Und dann läufst du die Stair hoch, bis kurz vorm Ende. Dann setzt du hier oben noch eine Wall. Dann springst du hoch, setzt den Boden und eine Treppe gleichzeitig. Dann sieht es so aus. Ja. Eigentlich ganz einfach. Okay, ganz einfach. Warte, bau nochmal ab. Probier mal aus. Du setzt hier deine Stair und dann probier mal aus. Links, rechts die Wände. Stair. Die Wände. Nein, 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 nein. Noch einmal zurück.
Nein. Bruder, nicht überall ist der Spawn. Du setzt nur hier und hier eine. Oh, okay. Siehst du? Ja. Dann kommst du hier, komm mal, stell dich mal hier hin, wo ich bin. Ja. Dann springt man hoch, setzt einen Boden und eine Treppe gleichzeitig. Ja. So, versuch nochmal. Ey, Junge! Mach mal ganz langsam. Oh, Leute, ich bin gerade voll im Lachmodus. Ich kann gar nicht mehr ernst bleiben. Okay. Bam. Treppe. Zack. Genau. Jetzt oben die Wände. So. Ja. Drehen. Bisschen hochlaufen. Nach links gucken. Nach rechts guck mal nicht. Nach rechts. Springen. Ja, du kannst auch noch einen Boden reinsetzen. Dann glitschst du nicht durch die Treppe, wenn du Pech hast. Was ich dir auch zeigen kann, pass mal auf. Wenn dich jemand angreift, okay? Also jemand schießt jetzt auf dich. Was soll das? Was machst du dann, abgesehen von direkt auf mich schießen? Ja, so funktioniert es nicht. Boah, Digga, das war gut. Warum tötest du mich denn? Hey. So, wenn du mich nicht tötest, töte ich dich auch nicht. Okay, pass auf, wenn jemand auf dich schießt oder du One-Shot bist oder so, okay? Dann baust du dich ganz einfach ein. Du nimmst deine Wall, baust einmal um dich rum und tötest dich ein. Genau, jetzt sitzt du oben noch eine Treppe. Ach, eine Treppe. Ein Boden? Nein. Ein Boden, die Treppe kommt weg und eine Pyramide. Oh, so gut, Junge. Ich baue die Wände so richtig schlecht und laufe währenddessen noch rum. Eine Ewigkeit später. Eine Wand, keine Treppe. Genau. Oh. Guck mal, wenn ich jetzt an einer Wand bin und die replace, okay? Das heißt, sie gehört jetzt mir, das heißt, ich kann editieren. Ja. Dann gehst du, stellst du dich hier hin, editierst und machst die ersten beiden blauen Punkte, die du siehst, vorne. Genau, dann machst du es so. 3 Tage später. Können wir einfach spielen und du holst ein paar Wins, also mit mir. Aber es bringt dir doch nichts, Bruder. Guck mal, du willst doch besser werden, oder nicht? Du willst die Wins doch später selber holen. Ich kann nicht jeden Tag mit dir Wins holen. Sind wir Brüder? Nee. Warum sagst du es dann die ganze Zeit? Warum nicht? Schaff Vertrauen, weißt du? Ich bin ein bisschen suspekt, aber gut. Ja, ich will schon besser werden, Mann. Wenn du besser werden willst, dann musst du auch üben. Also klar, vielleicht macht das jetzt nicht ganz so viel Spaß, aber wenn du erstmal besser bist, dann macht es halt umso mehr Spaß, wenn du gewinnst. Boah, ey, Freund, ich sag euch ehrlich, der ist eigentlich dick korrekt, oder? Der ist eigentlich dick korrekt. Hast du gute Bewertungen? Natürlich. Ja, weil es echt langweilig ist. Ja, es ist langweilig. Hast du gedacht, du hast jetzt den Spaß deines Lebens? Wenn du besser werden willst, musst du halt trainieren. Das Training ist immer anstrengend. Was wäre besser? Es steht gerade 6-2, Mann. Ja, aber es hat ja damit nichts zu tun, ob ich besser bin oder nicht. 7-2. Ich merke schon, du bist ein ganz lustiger. Ich bin so richtig arrogant. Ich wette, ich würde mich so hassen, ohne Witz, ne? Boah, jetzt steht 7-3. Und wenn du mich die ganze Zeit tötest, bringt dir das nichts. Versuch mal, meine Wall zu kriegen. Hab. Okay, warte. Versuch nochmal. Hab. Siehst du, dann kann ich hinten raus. Zack. So. Versuch weiter. Hab. Siehst du? Hä? Ich kann, während du die Wall replays, kannst ich du die nicht halten, oder was? Doch. Aber ich kann dich gleichzeitig auch noch angreifen. Hab. Ja, das bringt dir natürlich viel. 8-4. Jo, was neben Bauen in Fortnite halt auch extrem wichtig ist, ist eben Aim. Deswegen gehen wir jetzt erstmal gleich in der Aim-Map. Da üben wir ein bisschen dein Aim. Du hast ja auch das $1000-Coaching gebucht, deswegen werden wir das jeden Tag so machen. Eine Woche lang, also quasi, wir bauen erst zusammen, dann gehen wir in der Aim-Map und danach gehen wir noch ein bisschen in Public-Lobbies und wenden das Ganze ein bisschen an und gucken, ob du dich auch steigerst und dann solltest du nach der einen Woche auf jeden Fall einen riesen Unterschied merken. Ja, dann wirst du auch deutlich mehr Spaß haben. Hallo, bist du da? Okay, alles klar. Hast du alles mitbekommen? Ja, klar. Perfekt, dann los geht's. Ja, let's go. Schmeckt? Man hört übrigens ein ganzes Geschmatze. Ich esse gar nichts. Okay. Pfeile schießen, die Ziele. Und das so schnell wie möglich und so präzise wie möglich. Du kannst ruhig reinscopen. Dann ist es einfacher. Du musst weitermachen, du musst immer auf die Ziele schießen. So schnell wie möglich. Und mit deinem Aim so best gut wie möglich. Sondern präzise. Freunde, auf Real Talk, irgendwann hat es mir einfach nur noch wehgetan, den die ganze Zeit zu flachsen. Der Typ ist so korrekt. Ohne Scheiß, wenn du das hier siehst, Kurs geht raus. Der ist wirklich, der hat mir die Basics richtig krass beigebracht. Wir haben eine Aim-Trainer-Map und so, der war übel vorbereitet. Also man hat direkt gemerkt, der macht das nicht das erste Mal. Und ich kam mir so dumm vor, die ganze Zeit so zu essen und die ganze Zeit abzukacken. Deswegen, irgendwann habe ich ganz normal gemacht und war auf einmal voll vertieft da drin. Und ohne Flachs, es hat mir wirklich weitergeholfen. Am Ende, ich war viel besser in dem ganzen Aiming-Ding. Das haben wir auch ungefähr so eine halbe Stunde gemacht. Und dann haben wir endlich Public gezockt. Und ich musste jetzt einfach wieder reinholen.
Es ist für ein Video, ich will nicht wirklich gecoacht werden. Und deswegen, Freunde, haben wir nur ein Ziel, und zwar ihn zum Ausrasten zu bringen. Okay, zum Ende jetzt nochmal eine Runde Public. Haben deine Eltern eigentlich einen Lamborghini? Warum? Ist das wichtig? Meine haben einen halt, ne? Ja, das macht dich aber nicht besser. Schon. Weder in Fortnite noch zum besseren Menschen. Aber ist ja gut. Ich bezahle ja jetzt auch ein bisschen dein Leben. Bro. Ja, und? Digga. Es gibt Leute, die gehen für ihr Geld arbeiten. Kriegen nicht alles von Mama und Papi in den Pool. Wow, wow, der Frontend. Ich glaube, das Niveau von uns beiden, Digga, ganz unten, Junge. Er muss mich hassen. Junge, ich rede wie der arroganteste, den es überhaupt gibt. Ja. Glaub mir. Freunde, ab jetzt wird es halt richtig unangenehm. Ich werde todesarrogant die ganze Zeit sein. Nehmt das nicht ernst, ich bin nicht wirklich so. Aber ich werde komplett arrogant sein, ihn die ganze Zeit abfucken, die ganze Zeit Krach machen. Immer wenn wir irgendwo landen, ich werde die ganze Zeit rumschießen, dies, das, damit Krach ist und die Gegner uns sehen. Und wenn er baut, ich werde es einfach abbauen. Ich werde, jetzt reicht's. Jetzt werde ich richtig ausrasten, Leute. Und wenn er das sieht, schon mal wirklich, es tut mir so leid, ne? Lass mal tiltet. Wir landen als viele, das ist nicht so schlau. Da werden wir sterben. Oh, hol doch nicht rum. Lass lieber ein bisschen außerhalb landen. Nö. Das geht ja gut los. Oh mein Gott, ja! Hä? Ich dachte, du bist Pro-Gamer. Ja, er hat die Waffe bekommen. Das habe ich auch immer gesagt, wenn ich schlecht bin. Darf ich dir eine Karte holen? Naja, hol mir meine Karte. Ja, sag bitte. Du musst die Karte nicht holen. Sag doch einfach bitte, Mann. Bauen. Du hast keine Mets. Oh, naja. Länger als du überlebt, ne? Auf jeden Fall. Na klar. Vielleicht sollst du auch Pro-Player werden. Boah, der hasst mich! Der hasst mich komplett, Junge! Oh mein Gott! Ich muss den weiter verarschen, dass er gestorben ist. Hast du auch schon mal länger überlebt in der Runde? Nee, ich verliere jede Runde. Sag mir einfach Bescheid, wenn du im nächsten Cup 35er geworden bist. Dann können wir auf Augenhöhe diskutieren. Ich bleib lieber der, der das Preisgeld zahlt. Ach so. Tiltet. Willst du wieder sterben? Wer ist gestorben zuerst? Nur weil ich einmal Pech hatte, heißt das nicht, dass du Beste bist. Ist klar. Einbildung wird bei dir auch groß geschrieben, oder? Let's go. Tilted Towers. Ich weiß nicht, wie ich das eine Woche mit dir aushalten soll. Gehst mir jetzt schon auf den Keks. Wie bitte? Ach, nichts. Alles gut. Wir gewinnen die Runde jetzt. Ja, ich will dich auch hoffen. Okay, Freunde, ich muss einen Kill machen, bevor er einen Kill macht. Oh, Krone, Krone, Krone. Oh mein Gott. Hast du schon einen Kill? Nee. Willst du gleich mal versuchen, zu mir zu kommen? Guck ich noch. Campst du oder was? Brauchst du Hilfe? Soll ich kommen? Nee, ich brauch keine Hilfe. Danke. Kannst du mich holen? Ja, ich komm. Na, das mit dem Bauen hast du wohl auch nicht so ganz verstanden, hä? Ich hab keine Mets, aber okay. Alles klar. Du bist nicht besser, indem du alles flamest, weil wir sind Gegner. Ich hab keine Muni. Ich hab keine Mets. Also ich hab immer noch 2 Kills und du hast gar nichts, du Loser. Ja, du bist gleich tot. Warte einfach auf mich. Gar nichts bin ich. Schön. Hier, auch eine Krone mal für dich. Wäre echt cool, wenn du auch mal Kills machen würdest, Mann. Ja, ja. Nee, aber kannst du kurz mal M drücken? Nee. Doch, drück mal M. Lass mal vor, was da steht, du Loser. Ja, ja. Wir gucken mal am Ende der Runde, okay? Er ist 1 HP. Schon wieder tot? Ja, weil du mir nicht hilfst. Er ist 1 HP. Oh. Ich hab keine Option mehr. Der Mate ist tot. Ja. Stark. Ich glaube, es wird Zeit, dass du mich anflehst, dich wiederzuholen. Nimm mal die Minis, die da liegen. Boah, die bist du blind oder was? Schon wieder tot. So nervig. Du musst alles kommentieren und überall deinen Selbst dazugeben und du denkst, du bist gut. Ich bin gut. Ja, dann zeig mal, wie gut du bist. Komm. Stark. Sehr schön. Das war's mit dir. Ja, das hätte ich genauso gemacht. Guck mal, wofür zahle ich Geld? Dass ich dich carry oder was? Langsam ist okay? Also, das ist einmal Glück, weil ich scheiß Glück einmal hatte. Glück, letzte Runde habe ich länger überlebt. Jetzt habe ich 3 Kills mehr wie du. Was? Wofür buche ich dich als Coach? So, wollen wir vielleicht mal woanders hingehen als Tilted? Nö. Lass uns Shifty gehen. Na, ich geh Shifty. Wir gehen Tilted. Ich zahle, ich entscheide. Wir gehen Tilted. Wir machen einen Deal, okay? Wenn ich gleich mehr Kills habe als du, dann hältst du einfach mal deine Vorlaute. Du hast mich gerade nicht zugehört. Ist nicht schlimm. Na dann, ich drück dir die Daumen, dass du heute mal was reißt. Sehr stark. Hol mich. Warum holst du oder hilfst du denn nicht? Mein Gott, halt die bitte. Sei einfach still jetzt und lass mich spielen, okay? Ich hole dir den Win und dann ist gut. Na dann zeig mal. Keine Mets. 7 HP. Du bist tot, ich nicht. Weißt du was? Hä? Du hältst jetzt einfach deine Vorlaute. Ich überweise vielleicht die Hälfte deines Geldes zurück. Und dann nervst du mich bitte nie wieder. Hä?
Reiß doch einfach mal was, Mann. Nee, ich überweise vielleicht die Hälfte des Geldes zurück und dann war's das. Ich kann nicht eine Woche mit dir trainieren. Das ist die größte Vollaut, die ich jemals gehört habe. Das ist unfassbar. Bruder, ich hab dein Coaching gebucht. Warum redet er so? Du hörst dich auf mich, du schreist nur rum. Ja, weil du schlecht bist. Boah, ja. Junge, ich bin aber auch Salzstreuer. Nerv mich einfach bitte nie wieder. Wie bitte? Was dir wird nie wieder was. Shit, Alter, Alter, das soll... Oh Mann. Ich überweise dir jetzt dein Geld zurück und dann nerv mich bitte nie wieder. Ich überweise dir die Hälfte des Hallo. Geldes, die andere Hälfte behalte ich. Nee, wir machen noch eine Runde. Wir machen noch eine Runde. So, ich überweise dir jetzt dein Geld zurück, ist mir scheißegal. Beziehungsweise die Hälfte des Geldes, die andere Hälfte behalte ich für das, was wir am Anfang gemacht haben. Hä? Und dann ist mir das Ganze scheißegal. Wir haben von 7 Tagen haben wir einen Tag gemacht, nicht mal einen Tag. Ja, hättest du mich nicht so abgefuckt, dann wäre das auch kein Problem gewesen. Aber du bist, ja, keine Ahnung, was mit falsch mit dir ist. Irgendwas ist auf jeden Fall kaputt in deinem Kopf, glaube ich. Du gehst mit tierisch auf die Nerven. Du bist ein kleines Kind, was Geld von den Eltern ausgibt, was sich krass fühlt. Weil es 2 Kills macht, mich die ganze Zeit im Creative tötet, obwohl ich gesagt habe, du sollst mich nicht töten. Keine Ahnung, ob du schwer vom Begriff bist oder was. Ich weiß jetzt Frage? Geld zurück und dann, nein. Oh, reg dich in Fortnite. Jetzt nerv mich doch bitte einfach nicht. Reg dich halt doch die Fitte jetzt. Ich überweise dir jetzt dein Geld und dann ist gut. Tschüss. Warte. Nein. Warte. Er hat aufgelegt! Warte mal. Oh mein Gott, ich muss es auflösen. Wenn ich das jetzt nicht auflöse, 10er, das strikt mein Video. Was? Hallo? Ey, ganz kurz, ey, ja. Tut mir über leid, ich hab ein Video gemacht, ich bin so gar nicht, okay? Wie, du hast ein Video gemacht? Ey, Digga, das ist so gut. Ah, du bist ein Loser, Mann. Was geht ab? Ich heiße Lukas, Erweifer dir auf YouTube, vielleicht hast du mich schon mal gehört. Ja, ich habe tatsächlich gerade die ganze Zeit extra so einen Scheiß gelabert. Am Anfang übergeil. Mit dem Training, mit dem Aim-Training. Du wolltest mir richtig einen Plan machen und so, Bro. Das ist voll Next Level, Digga. Ich habe bis jetzt schon öfter so Coachings gemacht. Die waren immer nur so, weiß ich nicht, halbe Stunde spielen und kurz erklärt. Aber du machst ja richtig so mit Plan, mit Taktiken, dies, das. Also echt Props gehen raus. Und dass du so ruhig geblieben bist am Anfang, auch Ehre. Und ohne Witz, wenn du das hier nochmal siehst, tut mir übel leid, Junge. Der war so korrekt und wirklich hat mir am Anfang alles so krass gezeigt mit Aim-Training, mit der Map und so, wo man hinzielt. Das habe ich noch nie vorhin in Fortnite gesehen. Und auch mit dem Bauen, mit der Cone und so, er hat das richtig gut erklärt. Wie er das ja auch schon gesagt hat, für den Preis würde man normalerweise eine ganze Woche bekommen. Er hätte einfach nebenbei sogar so einen Plan gemacht mit Trainingszeiten, dies, das. Also man merkt schon, das ist schon wirklich ein anderes Level. Deswegen, ich verlinke euch die Fiverr-Anzeige auf jeden Fall in der Beschreibung, wirklich, wenn du das siehst. Kuss geht raus. Blende jetzt noch ganz kurz ein, wie er mir erlaubt hat, das hochzuladen. Nicht, dass es da am Ende noch Probleme gibt. Aber es tut mir todesleid. Aber ist cool für dich, oder? Kannst du einmal kurz sagen, dass es cool für dich ist, wenn man das in einem Video sieht? Ja, alles gut. Mein Gott, gibt's Schlimmeres. Darf ich ein Video zeigen? Jo, mach. Ich küsse dein Herz. Aber wirklich dickes Sorry. Und an alle Zuschauer, nein, ich bin so nicht in real. Das war eine Trolling. Also nicht denken, dass ich echt so ein arroganter bin. Und ja, Freunde, wir sehen uns morgen im nächsten Video. Haut rein und macht's gut, Leute. Ciao. If you want one, now you coming with a paper. I ain't texting shawty back, see you later. Yeah, you catch me on that gas, I'm alright.